Haushalt macht sich von allein. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, was für den Abwasch ganz genauso gilt. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin seine Frau. Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, und auch das Bügeln schafft man ganz bequem. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, es nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin seine Frau. Und bleib bei mir. Das bisschen Garten, oh wie wohl das tut. Das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus. Die Frau gemahlin ruht sich aus dem Haus. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, gut ich's habe, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Und wenn du abtrocknest, Gabel und Messer, denk dran, woanders, da ist auch nicht besser.